Herzlich willkommen zu einer eiskalten Ausgabe unseres TV-Magazins Aus und über das Handwerk. Heute von einem der kältesten Orte in unserem Landesteil in diesem Sommer 2008. Hier herrschen konstant 18 Grad unter Null, egal ob das Thermometer vor der Tür 20 oder 30 Grad zeigt. In HWK-TV stehen heute die Handwerker vor der Kamera, die für Frost mitten im Sommer sorgen oder für ein Wohlfühlklima im Büro oder Wohnzimmer. Ob riesige Kühlhallen oder der normale Büroraum, ob 30 Grad unter Null oder die mitdenkende Klimaanlage, die sich an der Außentemperatur orientiert und mit stets gleicher Differenz Wohn- oder Büroräume runterkühlt. Es ist Sache der Kälteanlagenbauer und Klimatechniker des Handwerks, hier die richtige Lösung zu finden. Das beginnt bereits bei der Planung von Anlagen, ihrer Dimensionierung und dem richtigen Zuschnitt für die künftige Aufgabe. Ein riesiges Kühlhaus, in dem Nahrungsmittel frisch gehalten werden, setzt eben eine andere Kältetechnik voraus als die Klimaanlage für das Wohnzimmer. Also hier bei der Anlage ist die Technik umfangreich, dadurch, dass viel Elektronik in der Anlage ist und daher auch aufwendig von der Montage und von der Pflege und Wartung. In unseren Bereichen ist halt viel Elektronik dabei gekommen, viel Computertechnik. Die Anlagen werden elektronisch gesteuert. Früher war das alles über Thermostattechnik. Mittlerweile ist das alles über Regler, elektronische Regler und daher auch das Umfangreiche. Mit ihrer Arbeit übernehmen die coolen Handwerker eine Menge Verantwortung. Denn ein Ausfall der Kälteanlage hätte fatale Folgen. Schäden an der Ware von einigen tausend Euro eingeschlossen. Ganz besonders dann, wenn der Kunde eine renommierte Adresse wie Runges Express ist. Sehen Sie, wie gleich handwerklich und auch technisch das richtige Klima in eine Bankfiliale einzieht. Und damit sind wir auch wieder im Thema unserer Sendung. Da dreht sich alles um die Arbeit der Kälteanlagenbauer und Klimatechniker, die beim Umbau einer Bank in Bad Ems ihre Spuren hinterlassen haben. Ein ganzer Handwerkerverband hat sich der Neugestaltung der Volksbank in Bad Ems angenommen. Die Filiale hat in den vergangenen Wochen ein vollständig neues Gesicht bekommen. Doch auch technisch wurde einiges getan, damit sich Kunden und Mitarbeiter noch wohler fühlen. So auch bei der Klimatisierung. Ein Fall für Kälteanlagenbauermeister Martin Melzer und seine Mannen. Ja, wir sind hier in der Geschäftsstelle der Volksbank Rhein-Lahn in Bad Ems. Und die wird hier komplett umgebaut, renoviert und unser Part ist hier die Lieferung und Installation der Klimatechnik. Das heißt in dem Fall eine Anlage, mit der man heizen kann, kühlen kann und die neu gestalteten Räume mit Frischluft versorgen wird. Und mit dem System wird der Kunde also in seinen Geschäftsräumen hier ein angenehmes Raumklima im Sommer und Winter bekommen. Für ihren Job dürfen die Klimatechniker ihren Kunden sogar aufs Dach steigen, denn hier steht der Wärmetauscher. In ihm landet die unten eingesammelte Wärmeenergie und wird an die Außenluft abgegeben. Keine neue Erfindung, doch auch hier hat sich technisch in den letzten Jahren einiges verändert. Vollgestopft mit Hightech installieren die Handwerker den Wärmetauscher nicht nur mit Maulschlüssel oder Schraubenzieher, sondern auch mit Laptop. Ein Beruf mit Zukunft, denn die Klimatisierung ist seit Jahren auf dem Vormarsch und schließt längst auch den privaten Wohnraum mit ein. Das Zukunftspotenzial spiegelt sich auch bei der Ausbildung wider. 60 Jugendliche erlernen aktuell den Beruf zum Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. 26 freie Lehrstellen gibt es in der aktuellen HWK-Lehrstellenbörse. Infos zu diesen freien Lehrstellen bekommen Sie online unter www.hwk-koblenz.de, Rubrik Lehrstellenbörse. Hier sind fast 270 Ausbildungsplätze aus dem Handwerk aufgeführt. Also reinklicken lohnt sich. Und warum sollte nicht aus dem Lehrling von heute der Meister von morgen werden, der übermorgen ein Unternehmen übernimmt? Eine Erfolgsstory, die Martin Melzer gerade erleben durfte, für die er aber auch einiges geleistet hat. Nach der Ausbildung und der Meisterprüfung hat er noch einige Jahre Erfahrungen gesammelt und nun den Betrieb zusammen mit seinem Bruder vom Vater übernommen. Das ging eigentlich unauffällig über die Bühne, da wir, ich sag mal, schon sehr früh in der Unternehmensverantwortung standen. Das fing für mich an. Ich habe 93 die Meisterschule besucht gehabt und kam also dann 94 wieder in den Betrieb. Wir hatten zu der Zeit in Bornich neu gebaut, waren in neuen Räumen. Mein Bruder hatte vorher Versorgungstechnik studiert, war seit 91 wieder fest im Betrieb, nachdem wir beide also auch die Lehre im Handwerk gemacht hatten.
Und seit dieser Zeit sind wir Stück für Stück in die Unternehmensnachfolge gewachsen. Der Vater hat das eigentlich ganz gut gemacht. Er hat uns sehr viel Verantwortung früh übertragen. Und dadurch war eigentlich dieser Schritt für uns recht einfach gewesen. Es war eigentlich nachher mehr eine Formalität, dass irgendwann alle Geschäftsanteile jetzt, oder nicht irgendwann, sondern jetzt zum 1. diesen Jahres, die Geschäftsanteile an mich und meinen Bruder übergegangen sind. Auf dem Weg in die Selbstständigkeit ist die Handwerkskammer Koblenz mit ihrer Betriebsberatung übrigens ein ganz wichtiger Partner. Speziell für Existenzgründer bietet die HWK ein umfangreiches Beratungspaket. Einfach anrufen unter 0261 398 251. Kennen Sie eigentlich Handwerk Spezial, das Magazin der Handwerkskammer Koblenz in Zusammenarbeit mit der Rheinzeitung? Es ist eine bunte Mischung aus Reportagen, News und informativen Tipps in Sachen Handwerk. Alles exklusiv recherchiert und lesefreundlich aufgeführt, erscheint die nächste Ausgabe am 9. August. Und damit gebe ich zurück ins Studio von TV Mittelrhein.